Hallo liebe MMA ohne Maske Soldaten und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Podcast hier auf YouTube. Und ihr seht heute der Octagon Zurückkehr David Zawada auf der anderen Seite. David, wie geht's dir? Grüß dich, danke, soweit alles gut. Und bei dir? Super, das freut mich. Hey, mir geht es super. Wir können uns heute mal ein bisschen über dich und dein Engagement, mal kurz über PFL sprechen, dann über Octagon und deinen Gegner. Denn es ist bekannt, du kämpfst sehr bald, quasi in 2-3 Wochen. Ja, jetzt ist das nur richtig. Also 2 Wochen kann man sagen, genau. Genau, gegen Hoxhat Kajivand. Aber bevor wir starten, David, danke nochmal, dass du dir so kurzfristig auch Zeit gefunden hast für das Interview. Schätze ich wirklich sehr. Danke. Okay, dann David, lass mal erstmal anfangen. Wir haben uns unterhalten, glaube ich, 1,5 Jahr zurück. Ein Jahr zurück war das. Das war tatsächlich im Februar bei Octagon in München. Da haben wir gesprochen, PFL kommt. Genau. PFL ist vorbei, du hast zwei Kämpfe absolviert. Wie würdest du dein Engagement bei PFL beschreiben? Wie sind deine Gefühle danach? Ja, es ist unglücklich gelaufen. Ich sag mal so, Vorbereitung her, technisch her war ich schon bereit dafür. Waren so ein paar kleine Details, die mir gefehlt haben, vielleicht auch das Mentale, wo ich da mich nicht durchsetzen konnte und sozusagen so die ersten Sekunden verpennt habe und dass ich sofort bestraft wurde mit dem ersten Gegner. Er war auch ein starker Mann, der Brasilianer, der Leal, der mich TKO geschlagen hat. Das war auf jeden Fall gut, die rechte Overhand hatte gesessen. Ich bin ja nicht sofort zu Boden gegangen, ich habe noch versucht stehen zu bleiben, aber als er die getroffen hat am Kinn, habe ich ihn wirklich so doppelt gesehen. Ich denke so, boah, warum kann mein Körper jetzt nicht richtig reagieren? Ich war so auf jeden Fall vom Kopf her da, aber mein Körper konnte nicht mehr reagieren. Also ich konnte auch die Hände nicht mehr hochreißen oder schnell wegrutschen oder ich weiß nicht. Ne? Der kam dann direkt, der hat das auch bestimmt gemerkt, dass die gesessen hat und ist direkt hinterher, hat mich mit zwei harten Dingern nochmal hinterher bearbeitet. Dann bin ich beim Käfig, musste ich runtergehen und Referee kam dazwischen, war TKO. Ja, so ging ich auch direkt in den zweiten Kampf mit diesem Druck als TKO verloren, dann direkt gegen einen Champion, den Magomed Magomedkerimov. Ist auch ein guter Freund, wir haben zusammen trainiert in Amerika. Von daher, ich wusste, was er drauf hat, ich wusste, dass er sehr viel Erfahrung hat, er hat auch sehr viel gekämpft, er hat überall gekämpft. Ist ein starker Gegner gewesen, auch Dagestaner, sind auch nicht zu unterschätzen. Trotzdem habe ich da ein bisschen besser in den Kampf gefunden. Nur war der halt sehr schnell. Er hat mich mit einer Rechten auch überrascht. Er ist so reingelaufen. Der hat mich getroffen zwar, aber das war jetzt nicht die Rechte, die mich so angeklingelt hat oder so, sondern er ist reingelaufen, hat mich geschlagen und sofort so weggestoßen. Deswegen konnte ich mein Gleichgewicht nicht halten, bin zum Boden gefallen, aber hatte meine Hände schon, also ich hatte meine Deckung oben, wo ich auf dem Boden lag. Der konnte jetzt nicht, hat nicht hart zugeschlagen, Ground and Pound oder irgendwie sowas. Ich war am Arbeiten, ich habe gemerkt, der hat aufgehört zu schlagen, beziehungsweise wollte die Kontrolle suchen oder so. Ich habe den mit dem Bein noch weggedrückt, habe mich zum Käfig gedreht, wollte aufstehen. Auf einmal stand der Referee dazwischen und hat gesagt, ey, ist vorbei. Und ich habe mir gedacht, ey, was ist los? So, weißt du? Dann bin ich aufgestanden, ganz normal, als ob nichts wäre. Ray Sifu kam rein, der Owner von PFL. Und ich habe gesagt, ey, tut mir leid, ne, aber ich muss sagen, es ist zu früh abgebrochen worden. Er sagte, ja, yeah, I agree. So, also kam rein, meinte er, 100%, war zu früh. Aber ist ein Freund von mir, Magomed Kerimov. Ich will ihn jetzt noch nicht den Sieg irgendwie klauen oder so. Er hat das gut gemacht, er hat mich gut getroffen, seine Chance genutzt. Kann man auch abbrechen. Ich sag mal so, wir sind Freunde, wir würden uns jetzt auch nicht da, ich sag mal, ich glaube mal, das war auch nicht seine Absicht, dass er mich da irgendwie verletzt, weil er kam auch da zu mir und hat gefragt, ob alles okay ist und so. Ich habe gesagt, ey, super, du hast sehr stark gemacht, du hast das sehr clever gemacht. Und hat mich gefreut, mit denen Käfig zu teilen und ja, ich hoffe, dass ich ihn wiedersehe, vielleicht wieder mal trainieren kann. Ist auf jeden Fall ein guter Sportsmann und wie man sieht, hat er auch das Turnier danach gewonnen. Ja, und was soll ich sagen, dann hatte ich auch schon ein bisschen so mein Bedenken, was PFL und Amerika über See angeht. Ne? Ich wollte halt den Titel holen, beziehungsweise auch das Preisgeld vielleicht noch mal so am Ende meiner Karriere mich absichern. Einerseits natürlich und ja, ist misslungen, passiert. Ja, und dann, als ich mir dachte, schon ich werde zurück nach Europa kommen, ich habe schon damals gesagt, als ich wegging von Octagon, dass ich sehr gerne auch wiederkommen
möchte, wenn ich wieder zurück Mhm. bin. Und ob ich Sieg hätte, ob ich den Titel. Ich weiß jetzt nicht natürlich, wie das ist, wenn man da einen Titel gewinnt. Ich denke, da wird man angekettet an PFL, dass man da nicht mehr rausgehen kann. Aber sage ich mal, Okay. ich bin ein bisschen besser abgeschnitten und so und wäre rausgeflogen, wäre ich auch sehr gerne bei Octagon gewesen. Weil Octagon ist in Europa zurzeit richtig am Brennen. Die 100%. machen super Shows, vor allem sehr, sehr viele in Deutschland, so vor der Haustür. Und ich glaube, das ist auch bequemer so für uns Europäer, vor allem die aus Deutschland, die Kämpfer, dass die hier in Deutschland kämpfen vor ihrem heimischen Publikum, anstatt immer wieder ins Ausland reisen. So, ich habe da meine Erfahrungen draus genommen. Alles super. Jetzt bin ich wieder hier. Kann es kaum erwarten. Steht schon wieder vor meinem Kampf hier in Deutschland. Und ja, let's Cool. go. Du sprichst über deine Gegner, das sind tolle Sportsmänner, aber ich muss sagen, du bist auch ein toller Sportsmann, weil ne, auch trotz Danke. Niederlage ziehst du immer den Respekt deinen Gegner und so kennt man dich auch jedes Mal, ob man gewinnt oder verliert. Also auf jeden Fall Hut ab vor dir. Eine Sache bezüglich PFL, wie würdest du das sagen, so organisatorisch technisch? Weil du hast schon bei KSW gekämpft, UFC, Ja, Octagon, ja. PFL, eigentlich bei alle diese großen Veranstaltungen weltweit. Ja. Wie würdest du PFL beschreiben so? Guck mal, ich muss, wenn ich das, ich vergleiche das zum Beispiel jetzt mit Octagon, ich muss sagen, da trennt sich nicht sehr viel so. Ne? Ich muss sogar sagen, organisatorisch so sind die schon sehr gleich. Ne? Also was alle trennt, ist ein bisschen UFC. Ich muss sagen, aber bei UFC, die sind richtig überall. Die Sind ein anderes bedienen Level, dich ja. auch. Also da kriegst du auch so noch, ich sag mal, on top noch so Sachen als Service, so weißt du. Aber so Octagon macht schon sehr gute Show. Auch gut mit der Beratung der Kämpfer, dass sie sich um die kümmern. Und PFL, bei PFL ist das auch so, die machen das auch sehr gute Arbeit. Ja, aber es ist jetzt ist halt nur das Einzige, was das trennt, ist, dass sie in Amerika sind. Amerika ist halt Mainstreamer, so gucken mehr Menschen. Großer Markt. Deswegen ist das halt größerer Markt, genau. Das ist halt der Unterschied. Aber das, was Octagon gerade hier anstellt mit Deutschland und in Europa generell, die vergrößert auch natürlich den Markt. Von daher würde ich auch sagen, dass viele Amerikaner Octagon kennen. Man sieht zum Beispiel Apollo, also der Leandro Silva, den kenne ich ja auch von Amerika. Und damals kannte ich noch nicht Octagon und der sagt mir, ey, ich kämpfe da gegen Cosma. Da habe ich mich ja mit dem zusammen Krass. vorbereitet. Und ich denke mir so, ey, krass, was ist das für eine Einstellung? Ich kenne die gar nicht. So, da hat er mir die gezeigt. Ich habe mir den Kampf angeguckt, wo ich selber bis heute noch sage, so, ey, der hätte auch den Kampf gewinnen müssen, war ein Split Decision. Hundertprozentig. War ein krasser Kampf von beiden, ne? Beide Kämpfer jetzt bewiesen, aber Apollo sah ein bisschen besser für mich im Stand-up aus. Er hat dann auch sehr gut angeklingelt und ab da so, da war Octagon so auch in meinen Augen drin. Ich bin so, boah, geile Show. Dann habe ich auch gesehen, ach krass, Vemola ist da, Attila Weng ist da, das sind Namen, die ich auch kannte und so. Und Richtig. ja, seit da war so Octagon für mich so, okay, ich muss da mal vorbeischauen, also mal einen Augenblick haben. Da war ich ja noch in der UFC tätig und deswegen habe ich mir gedacht, so kann sein, dass das irgendwann so mein Arbeitgeber sein wird und da sind Und jetzt ist sie. es so. Ja. Richtig krass, ja, auf jeden Fall. Okay, du kehrst jetzt quasi zurück zu Octagon. Du hast quasi den Octagon, kann man auch sagen, nach Deutschland gebracht. Würde ich sogar sagen, weil du warst bei der ersten Octagon Challenge, was Deutschland Genau. überhaupt war, ne? Warst du so einer Genau. der Trainer, dann anschließend bei Octagon 33 in Frankfurt gegen Orhan Kartal gekämpft und gewonnen. Genau. Shimaev Move gebracht, ich glaube, Geteilt, dieses Video hat er selber sogar tatsächlich geteilt. ja. Der Chimaev oder auch kommentiert. Aber gab es dann noch eventuell nach deinem Engagement bei PFL noch einen anderen Spieler im Spiel? Sage ich mal, so eine Anfrage, vielleicht KSW, ACA oder sowas? Oder war es nur Octagon? Ne, also es war jetzt auch keine Anfrage von Octagon. So, wir waren ja in Kontakt. Mein Bruder hat ja noch diesen Kampf gehabt in Prag. Und da haben wir uns halt hingesetzt mit den Andrei und den Matchmaker Andrei, also Nowotny und den anderen. Haben wir uns Meyerson. beide hingesetzt, haben alles gesprochen. Natürlich waren die ein bisschen so, ich sag mal, etwas enttäuscht, weil die haben, wie du sagst, ich war das erste Gesicht mit Ekalin und Stefan Pütz und meinem Bruder hier in Deutschland, dass ich mich sozusagen direkt von dort verzogen habe. Aber das ist auch ein bisschen so eine andere Geschichte, die möchte ich jetzt auch nicht so viel ins Detail gehen. Es war im Endeffekt auch meine Entscheidung so, dass ich einmal so. Weil UFC war vorbei, dann kam PFL, sagte, hey, wir wollen dich haben. So, das war auch nochmal so was für mich so, ey, wer weiß, wann die Chance wiederkommt, so, ne? Nochmal über See zu Korrekt. kämpfen. Und ja, das wollte ich nur noch einmal wahrnehmen. Dann haben wir halt alles besprochen, wie es war, wie es für mich war, dass ich das, also
dass ich niemanden hintergehen wollte und so. Der war gar nicht sauer auf mich und so. Der war natürlich ein bisschen so, hat gedacht, so, ja, wir haben auf dich ein bisschen gezählt, dass ich ja noch, ich wollte ja eigentlich diese Veranstaltung in Octagon noch machen in Frankfurt, aber PFL, als ich diesen Vertrag unterschrieben habe, hat es mir da nicht mehr erlaubt. Vielleicht hätte ich ein bisschen damit gewartet, unterschreiben zu lassen und dann noch diesen Kampf in Frankfurt zu machen und dann unterschreiben. Aber man wüsste ja nicht, wie was wäre, so weißt du. Vielleicht wäre mir dann PFL auch Richtig. egal. Im Endeffekt ist das jetzt so passiert, wie es ist. Ich bin auf jeden Fall zurück. Und ja, wir haben halt gesprochen gehabt mit Octagon. Die wollten mich auch dann haben. Ich habe denen halt, die haben mir halt gesagt, nur Weltergewicht wird sehr schwer sein, weil viele mich nicht kämpfen da wollen. Weil ich halt auch so, ich sag mal, so ein bisschen Negativrekord habe. So acht, die letzten acht Kämpfe waren so sechs Niederlagen, zwei Siege. Aber wenn man sieht, was für Karäter ich gekämpft habe, so Richtig. muss ich mal jemand trauen, die Leute zu kämpfen. Trotzdem, die Leute hatten halt ein bisschen Desinteresse, mich zu kämpfen, weil die sagen so, ey, der kommt aus Niederlagen und ist trotzdem brandgefährlich. Habe ich gesagt, guck mal, ich will gar nicht mehr im Weltergewicht kämpfen, ich will auch eine Stufe höher gehen, so Mittelgewicht. Und da hat jetzt schon so Augen gemacht, mit, ey, das ist cool, weil das bringt schon so andere Möglichkeiten ins Spiel. Auf jeden Ich Fall. sag, ja, 84 Kilo bin ich dabei, wenn du mich da direkt einordnen kannst, Oberhausen für mich perfektes Datum, weil ich war ja immer ein bisschen im Training geblieben. Und ja, dann nach dem Kampf mit meinem Bruder haben wir das festgemacht. Sehr geil. Und Jetzt ja. steht nichts mehr im Weg. Auf jeden Fall in Genau. 84 Und ob Kilogramm andere messen dürfen. Organisationen, ich glaube, da waren, mein Bruder hat ein paar Mal auch so ein paar Mails an andere geschrieben, der macht jetzt so auch ein bisschen mein Management, beziehungsweise mein Bruder. Und mein Bruder macht das überwiegend mit mir zusammen, auch in Absprache wie Sehr früher. gut, sehr Und schön. genau, und dann haben wir das halt, wir haben natürlich auch da angeschrieben, da uns Möglichkeiten gehalten, falls Octagon doch sagt, so, nee, gerade kein Interesse und so. Aber wir konnten uns einigen und das Hauptziel erstmal so, ne? Octagon, jetzt nächsten Tag einen Sieg holen und dann Step by Step an die Spitze. Hammer, Hammer. Du hast mal deine Niederlagen mal so nebenbei erwähnt, wegen Weltergewicht, dass dich da kaum jemand kämpfen möchte, weil du Niederlagen hast. Aber ich möchte nur an der Stelle sagen, dass Niederlagen gegen Carlos Leal und Magomed Kerimov, die Ja. beide Jungs, sie gehören, wenn ich richtig geschaut habe, auf jeden Fall zum Top 50 die Welt, wenn nicht Ja, Top 30, wenn alle beide. Top 30 kannst du dir einordnen, Weltweit. klar. Ja. Weltweit, also Ich egal, muss sagen, guck UFC, mal, PFL, Octagon, da ist der keiner von Magomed Kerimov, Octagon-Kämpfer da platziert, ne? Also nicht mal der Champion. der Kerimov ist Champion, weißt du, und Leal habe ich gehört, wenn sich einer von den beiden verletzt hätte, jetzt von Sami Dusai oder Magomed Kerimov, der war Ersatzgegner für den Finalisten, weißt du. Wow, So, stell dir vor, Wahnsinn. irgendwie hätte sich der Sai verletzt, dann wäre jetzt Carlos Leal gegen Magomed Kerimov, beide, die ich gekämpft habe, so im Finale. Ne? Also Carlos Leal, muss ich Wahnsinn. sagen, so ist da auf jeden Fall auch ein guter Hauer. Aber Definitiv. das hat mich so ein bisschen so gekränkt auch, ne? Dass der mich so schnell K.O. geschlagen hat. Ne? Kann passieren von 10 Kämpfen, dass der mich ein oder zweimal so kriegt. Aber in den anderen Kämpfen hätte ich ihm auf jeden Fall mehr Parole geboten und ich weiß auch, dass ich diesen Typen schlagen kann. So weißt du, der ist auf jeden Fall sehr aggressiv im Stand, aber gegen solche Leute hat man auch Möglichkeiten zu gewinnen. Das hat man natürlich auch gesehen, dass andere gegen ihn schlagen können. Die machen sich natürlich ein bisschen mehr Mühe, aber man kann den schlagen. Man muss halt nur mental auf jeden Fall 100% sein, wie bei allen Kämpfen. So weißt du, wie ich bei Octagon war, wie ich davor bei den Kämpfen war. Wenn ich vom Kopf her da bin, dann bin ich sehr, also bin ich brandgefährlich, so für jeden Gegner, für die Top 10 Hundertprozentig, der Welt. hundertprozentig. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich wollte eigentlich fragen, was für Ziele verfolgst du bei Octagon, aber du meintest, du möchtest ganz auf die Spitze kommen mit Ja, 84 wie Kilogramm. gesagt, ich bin jetzt Octagon, das ist mein Zuhause. Und das Ziel ist auf jeden Fall jetzt erstmal Hodja zu schlagen, mein Gegner. Das ist ja der Gegner, den ich habe in Oberhausen. Auch ein sehr zäher Mann. Aber wenn ich den schlage, denke ich, mache ich mir jetzt schon zwei, drei Schritte weiter zum Titel. So weißt du. Also dann würde ich gerne gegen Patrick Kinzel oder gegen den, wenn es sein muss, gegen meinen Blutsbruder, sage ich mal, polnischen Interim-Champion gerade, Ja, Wawrzyniak. den Jungschan. Genau. Ein von denen. Also wer bis dahin Champion wird, ist mir egal. Auf jeden Fall Gürtel von Octagon will ich haben. Richtig cool. Ey, eine Frage, für die mich vielleicht viele nicht mögen werden, aber ich frage sie trotzdem. Da gibt es noch Kerim Engizek.
Ja. Sollten sich irgendwie irgendwann mal in Zukunft wegen den Titel eure Wege queren? Ihr seid auch, glaube ich, Trainingspartner, aber ich frage das trotzdem. Wie siehst du das? Du hast schon mal gegen Kerim in Vergangenheit gekämpft, da habt ihr noch nicht Genau. zusammen trainiert, das war am Anfang der Karriere. Sollte Octagon Genau. mit der Idee kommen, ey, um den Titel oder so? Guck mal, damals war das ja auch ein Turnierverfahren, was wir gekämpft haben. Das war eine Organisation. Wir sind beide ich glaube, das hat vom Viertelfinale angefangen. Sind wir beide ins Halbfinale gekommen und da mussten wir kämpfen. Und wir haben schon damals vorher Shit. trainiert, ne? Wir haben auch vorher schon zusammen trainiert und da mussten wir kämpfen. Kerim ist ein sehr starker Hauer. Jetzt zurzeit sogar auch ein kompletter MMA-Kämpfer geworden. Der kann sich am Boden wehren. Er hat gute Skills im Stand. Damals war es auch ein sehr enger Kampf, den ich trotz dennoch dominieren konnte. So, ich sag mal jetzt gegen Kerim als nächstes sofort kämpfen, glaube ich, wird er auch nicht gerne haben, so, ne? Aber Octagon ist Arbeitgeber, wenn die sagen, wenn die so Pressure machen würden oder so, müsste ich mich mit Kerim so auseinandersetzen. Ja, hast du Bock, sollen wir das machen Richtig. oder so? Aber wenn jemand von uns den Gürtel hat und der andere den wirklich bestrebt, dann gibt es keinen Weg daran vorbei, so weißt du. Ich habe schon Richtig. öfter gegen Freunde immer gekämpft und ich sehe das sportlich so, ne? Ich sehe es jetzt nicht Das so, ist dass ich ihn Competition. hasse, Richtig. genau, dass ich ihn hasse oder den irgendwas wegnehmen will. Das Einzige ist, was der dann um seinen Gürtel vielleicht trägt vor mir, ist, dass der Octagon-Gürtel, so weißt du, und der ist für jeden da, so weißt du. Alle, die Bock haben, Champion zu werden und zu zeigen, dass man der Beste ist, muss man halt leider solche Opfer bringen. Aber erstmal denke ich gar nicht dran, gegen den Kerem zu kämpfen. Weil der Richtig. Kerem hat jetzt auch, glaube ich, einen sehr, sehr starken Gegner vor sich. Scott Eschken, Und tatsächlich. ich drück ihm auch dann die Daumen, dass er den Jungen schlagen wird. Er kann ihn schlagen. Ich habe mit Scott damals auch trainiert im American Top Team. Damals war der zu seiner Top-Zeit, wo der Mateo Lamamed geschlagen hat. Ich habe noch davor, da war er noch in der UFC, glaube ich, sogar da habe ich mit ihm trainiert. Der ist auf jeden Fall brandgefährlich. Also, Physisch aber sehr jetzt stark, gerade so weiß schätze ich ich ihn nicht, ein, ne? weil ich sag mal, Scott ist auch schon etwas Älter. nicht älter. Ich sag, der hat auch schon viel hinter sich jetzt, außer die vielen Kämpfe, auch viel private Verletzungen und so weiter. Der war ja auch lange weg, bevor der Rematch gegen Mamed hatte und so weiter. Aber in den letzten Kampf von Scott Eschken hat mir echt ge gut gefallen, auch trotzdem, dass er gegen Magnussen gekämpft hat, in andere Der hat einen Kämpfer. Gewichtsklasse. Ich fand ihn richtig stark unangenehm Ja. am Käfig und das ist Und so der ist halt ein hochgegangen. Der ist Kampfstil. einfach 93 Kilo hochgegangen, ist, weißt du. Und der Richtig, ist so, der ja. ist Stark. gerade mal noch ein Mittelgewicht, so weißt du. Richtig, richtig, richtig stark auf Ja. jeden Aber Fall. auch Auch stark von Marc. Ich die. muss sagen, die erste Runde von Marc war sehr stark. Ja, brutal. Hat vielleicht die Ecke gefehlt, um seinen Kopf kühl zu bewahren, dann hätte er den auch dominiert. Also Marc könnte den da auch an dem Tag locker schlagen. Nur der müsste auch richtig gelenkt werden von jemandem. Weil die erste Runde hat er klar dominiert, hat er die zweite, dritte genauso mit kühlem Kopf bewahrt und so dominiert. Hätte das Feierabend, gemacht, weißt du, definitiv. über die Runden Ja. gebracht oder vielleicht auch einen TKO geholt. Aber es Korrekt, ist, wie es korrekt. ist und ja. So ist der Sport. Einer muss gewinnen, der andere muss verlieren. Es Abends geht mal immer passiert weiter. unentschieden. Das Wichtigste ist, dass man es mit Herz nimmt und immer weiter aufsteht und weiter Immer. vorangeht, ne? Solange man kann. Ja. So, so ist Irgendwann es. ist auch vorbei. David, wie kam der Kampf gegen Hoxha zustande? Wenn ich dich fragen darf, würde der dir so angeboten, du sagst okay, kein Problem, oder Genau, wie sieht das Ganze aus? so war das. Ne? Also ich habe denen ja gesagt, 84 Kilo ist mein neue Division. Die sagten ja. Und schon, ich glaube, am Kampftag von meinem Bruder haben die zu meinem Bruder gesagt, hier, das ist der Gegner für David. Haben wir geschickt und Hodgert. Und Hodgert, muss ich sagen, der war auch mal zu Besuch damals beim UFC-Gym. Kannte ich auch. Ne? Starker Ringer, auch Grappler. Ringer. Ja, aber auch Grappling-Background, der bewegt sich sehr gut am Boden, muss ich sagen. Haben wir auch so ein paar Runden gehabt und ich denke mir so, boah, krass, okay, gegen den. Wenn der, also ich wusste jetzt nicht, hat der zugesagt oder nicht, aber die meinen, der hat zugesagt, man, ja cool, dann ich kämpfe auch so, ich habe auch Bock. Ne? Ist auf jeden Fall ein Mann, der sich keiner, wie ich sehe, keiner Challenge scheut. Wie ich so Kaum erfahren jemand will habe, ich kämpfen. hat er ein bisschen Probleme, auch Gegner zu finden. Korrekt. Von daher, ich bin da, ich bin zur Verfügung und ich sehe das auch sportlich. Ne? Er ist ein netter Kerl.
Nummer 5, glaube ich, gerankt bei Octagon im Mittelgewicht. Korrekt. Von daher für mich auch ein super Einstieg ins Mittelgewicht. Ich respektiere natürlich auch seine Kraft im Mittelgewicht, weil das wird jetzt auch die erste Herausforderung für mich, so ein Kräftemessen, weißt du? Aber in anderen Bereichen sehe ich mich da auf jeden Fall besser. Okay, cool. Ja, Hojat hat tatsächlich, glaube ich, auch Probleme gehabt, einen Gegner zu finden. Jetzt hat er auf jeden Fall einen sehr starken Gegner. Ich feiere den Matchup auf jeden Fall brutal. Ja. Und das ist ja auch so ein deutsches Duell, wo man so, das, wonach man auch ruft in Deutschland, ne? Lass mal die gute deutsche Jungs gegeneinander kämpfen, dann man Genau, das ist kann ja auch nichts anderes, was die in rausfinden. Amerika machen. So, weißt du, da kämpfen auch Korrekt. alte Freunde, so zum Beispiel Masvidal gegen Colby, das waren Brüder bis zum Tod, irgendwann Korrekt. zerstritten, dann kämpfen die gegeneinander. Was Ja. bringt mehr Aufmerksamkeit, ne? Und was bringt später auch mehr den Kämpfern in die Tasche, weißt du, Ja. also zahlungstechnisch und so weiter. Ist so. Das bringt nur dann noch mehr Aufmerksamkeit auf den Sport, weißt du? Ich finde das gut. Ich finde Hundertprozentig. das auch gut, dass Hodgert zugesagt hat sofort. Ich sehe das auf jeden Fall sportlich. Ich drücke ihm die Daumen, dass der verletzungsfrei durchkommt. Ich bin Yes. bereit und am 10. Februar werden wir auf jeden Fall Gas geben und den Leuten auch eine geile Show bieten. Hammer. Auf jeden Fall, wie du das schon mal angesprochen hast, in Amerika ist es üblich, aber auch bei uns im Osten, Polen, Slowakei oder lass mal auch Russland, Dagestan unten, dann gibt es ACA, da kämpfen auch die Jungs gegeneinander und da geht es einfach um den besten Kämpfer zu finden, ne, in der bestimmten Gewichtsklasse. Manche mittlerweile trainieren in einem Gym oder halt machen Sparring-Session gegeneinander und kämpfen dann auch irgendwann mal gegeneinander, weil es Sport ist, ne? Das ist wie Fußball, nichts Ich anderes. muss auch sagen, zum Beispiel Competition. American Top Team hat zum Beispiel die meisten Kämpfer auf der Welt, in der UFC, in PFL, in Octagon mittlerweile, wollen auch welche wieder, ich sehe ja nur Apollo, aber ich habe gelesen, viele wollen rüberkommen. Und ich sage mal zum Beispiel, bei der PFL hat auch der Magomed Umulatov gekämpft gegen Apollo und die haben zusammen trainiert. Ne? Und wie Oder haben sie sich vorbereitet? Die haben in einem Gym trainiert, aber der trainiert da am Samstag und der andere trainiert an dem anderen Samstag Wahnsinn. sozusagen. Weißt du? Und dann kämpfen die Das ist echt sportlich, weißt Wahnsinn. du? Aber sind auch Freunde. Ja, so muss auch sein. David, du hast bei PFL in 77 Welter gekämpft, jetzt kämpfst du 84 Kilogramm Mittelgewicht. Warum hast du dich quasi oder wie kam es zum Mittelgewicht und wie fühlt sich das an, jetzt kurz vor dem Kampf 84 zu kämpfen? Vielleicht ist es nicht so eine krasse Diät oder beschreib uns das Prozess ein bisschen. Also 84 Kilo hat schon mein Bruder damals zu mir gesagt, vielleicht muss ich auch wechseln. Ja, also so ein paar, jetzt nicht sehr lange, aber so ein, zwei, sag mal doch so 2 Jahre war es her, als er mir so gesagt hat, ey, vielleicht musst du eine gewisse Klasse höher, weil du hast schon Muskulatur aufgebaut, du wirst Ja. auch älter, das Weightcutten wird auch nicht mehr leichter. Und ich sage, denk mal auch immer, wenn man immer wieder so viel Verschleiß bringt mit dem Gewicht machen, verliert man halt viel auch an Stärke, so jetzt nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf, weil dieses ganze Wasserziehen aus dem Körper, das macht ja den Gehirn schwach. Weißt du? Und vielleicht war das auch der Grund so an meinem mentalen Stärkeverlust, dass ich mich immer so irgendwie träge gefühlt habe. Oder auch so müde, weißt du, aber jetzt ist gerade ist das ist super so, weißt du, ich kann essen, ich esse jetzt nicht Scheiße, so Schokolade und so, ne? Könnte ich aber mache ich nicht, ne? Ich bleibe sauber, ich kann gut essen, viel essen, ich fühle mich immer stark jeden Tag. Ich bin nicht so, dass ich hart trainiere, hart trainiere und dann wie ein Hamster esse, so Radieschen und so, sondern ich kann mir dann was gönnen, so Pasta wieder gut aufladen, dass die Muskeln auch versorgt werden. Mit richtigen, boah, man braucht ja nicht nur Proteine, man braucht auch Kohlenhydrate, weil das ist unsere Energie. Wir sind jetzt keine Bodybuilder, die da irgendwie nur auf trockene Muskulatur rauskommen wollen, sondern wir brauchen Energie. Und das ist geil so. Ne? Ich habe nicht sehr viel zu cutten. Natürlich muss ich auch ein bisschen runter, weil ich war ja immer schon so ein sehr schweres Weltergewicht. Aber jetzt ist, das macht mir Spaß so. Es ist jetzt nicht viel. Das Gewicht, was ich bringen muss, habe ich damals so, ja, einen Monat machen müssen. Ne? Und jetzt kann ich ganz entspannt essen, mich auf die Geil. Fight Week dann nur darauf konzentrieren und das wird also im Schlaf, kann ich im Schlaf schaffen, das Gewicht. Und ich denke, Hammer. ich bin auch voller Energie. So, ich könnte so mit diesem Gewicht, glaube ich, könnte ich am Kampftag mich wiegen und kämpfen. So, das wäre vielleicht so auch
So ein Naturgewicht, weißt du? Aber man ist aber auch glücklicher, ne? Wenn man quasi nicht Ja. diesen ganzen harten Prozess durchmachen muss, weißt du, dann ist auch zu Hause Ruhe, ne? Voll, ne? Ja, Genau. du bist auch angenehmer wahrscheinlich, ne? Weil diesen Weight Cut, das kann sich kaum jemand vorstellen. Aber eine Sache zu der Sache noch, ich habe letztens auch einen Podcast mit Pirat Krstović Ja. geschaut. Und er hat ja zuletzt gekämpft gegen Carlos Vermola in 88,5 Kilogramm. Und er meinte, genauso wie du jetzt sagst, ey, ich fühlte mich während meiner Vorbereitung einfach glücklich. Ne? Ich Ja. laufe mit meinem Gewicht, ich mache 4 Kilo, die mache ich wirklich in ein paar Tage weg. Und dann war ich einfach am Kampftag voll stark. Ne? Also Ella, ich habe mich voller on Energie. point gefühlt. Genau Ja. richtig, ich habe nichts verloren. Das, was ich in Vorbereitung hatte, habe ich auch im Kampf gehabt und ich könnte das auch umsetzen. Ne? Ja. Also ja, das ist auf jeden Fall, Das ist ja. das, weißt du, weil dann bearbeitet auch dein Gehirn. Dein Gehirn ist nicht einmal so matschig geworden und muss wieder resettet werden, weißt Ja, du? ja. Das ist die ganze Zeit da. So, weißt du, Fight-Tweak, du musst so, okay, bei mir, guck mal, ich sag mal, ich habe das immer sehr gut gemacht mit dem Weight-Cut. Ich war eigentlich immer fokussiert stark, so, weißt du? Aber ich glaube, weil PFL war jetzt so zweimal in Folge und da war das schwer. So, dann bist du noch TKO gegangen. Normalerweise nach so einem Und TKO dann hast du 3 Monate Pause, Pause. ne? Also wirst vom Arzt so freigestellt. Und da ist halt dieser Druck so, ey, willst du kämpfen oder nicht? Und danach sagst du, natürlich will Turnier. ich noch meine Chance nutzen, weil ich will ins Finale kommen. Und dann gehst du wieder TKO. So, weißt du, ist so. Das ist auch, was viele Leute oder einige Leute an dem Format so ein bisschen kritisieren, ne? Dass wenn man nach so harten K.O. mal wieder kämpfen geht, das war tatsächlich damals auch bei Viktor Peschta. Er hat letztes Ja. Jahr bei Halbschwergewicht gemacht und tatsächlich genauso gelaufen wie bei Auch dir. PFL? Auch Ach PFL, so. auch zweimal in erster Runde verloren, genauso wie bei dir. Und Ja. das wurde damals auch so kritisiert, so einen großen Kämpfer und quasi, ne, er hat keine Zeit für Recovery gehabt. Wie du sagst, nach einem K.O. kein Stopp, kein gar nichts. Man Ja, geht schon das ein ist das gewisses harte Risiko Business. ein. Dafür gibt es halt sehr gutes Preisgeld, weißt du, 1 Million Dollar. Richtig, Damit kann man richtig, sehr viel ja. anstellen und sehr viel Korrekt. absichern, weißt du. Dann hast du auch erstmal Ruhe, wo Vieles du ändern. klarkommen kannst, auch, weißt du, mit Gesundheit und Korrekt. so. Korrekt, korrekt. Ja, als ich dich erstes Mal live gesehen habe, das war tatsächlich nach dem UFC, als die Octagon Challenge Aufnahmen waren und ich war da mit Benny in Ja, Frankfurt und wir haben ja. dich getroffen. Ich habe mir dich angeschaut und ich habe mir so zu Benny gesagt: Alter, wie schafft der Weltergewicht? Also wirklich so, wie du sagst, vollgepackt mit Muskeln, Ja. großer Mann und ich denke mir so: Ey, ich wiege einfach 100 Kilo. Ich hätte 77 niemals geschafft. Aber das ist Ja. anders. Ne? Du bist Sportler, du hast Ja, wirklich Sport ist anders. Ja. das gewisse Wissen auch, ne? Wie man dieses ganze Gewicht macht. Und ich glaube, der Martin, der ist schon ziemlich lange an deiner Seite, dein Bruder. Sag mal, Ja. wie wichtiger Teil von deinem Leben und von deiner sportlichen Karriere ist eigentlich Martin? Ja, klar, sehr wichtig. Also ich sag mal, die ersten Fußstapfen, die ich in den MMA-Sport gemacht habe, habe ich durch ihn gemacht. Und er hat mich auch geführt, so die ersten Kämpfe. Beziehungsweise was heißt die ersten Kämpfe bis heute, so Bis weißt jetzt. du. Auch wenn er nicht immer jetzt da war in der Ecke, weil er jetzt beruflich so verhindert war und so weiter. Er hat trotzdem immer ein Auge auf mich gehabt, auch wenn er jetzt seine Kinder und so weiter und seine Arbeit hat. Ne? Natürlich, aber jetzt gebe ich ihm ja auch ein paar Infos, dass das super lief, Training so. Ich habe mit ihm Sparring gemacht, mit ihm war auch sehr gut. Ich mache morgen das, dass der so ein bisschen auch weiß, dass ich trainiere. Ne? Ja, und so haben wir das auch bei ihm versucht zu machen. Nur bei ihm war halt ein bisschen schwieriger. Der muss da arbeiten, da Kinder krank und so. Das ist nicht einfach, weißt du. Ja. Deswegen ist die beste Entscheidung, was der machen konnte, jetzt erstmal, dass der zurücktritt von MMA-Sport. Er hat ja einen Boxkampf mal gemacht, noch davor vor seinen. Hat's gewonnen. So, genau, und der kann vielleicht so Boxen weitermachen, weißt du, weil Martin hat immer gute Hände, guten Kopf, weißt du, und bei Boxen denke ich, könnte der noch so vielleicht 1, 2 Jahre was reißen, aber MMA würde ich sagen. Sind zu viele hungrige Nachkommen da, weißt du, die sehr stark sind, sehr groß und sein Gewicht hat es auch nicht leicht. Du siehst ja, wie groß sein letzter Gegner war, von der Reichweite her. Und Martin hatte damals nicht so große Probleme, aber man merkt, dass er langsam so diesen Rhythmus verliert, so weißt du. Der hat gut, sehr gute erste Runde gemacht, dann hat es halt ein bisschen so an der Kondition gelegen. Und dann findest du halt nicht mehr zurück, so, obwohl er sehr viel Erfahrung hat. Er könnte das damals so sehr viel mit Erfahrung, wie schau den Kampf gegen Thiago Silva an. Da war er jetzt auch nicht top konditionell drauf, aber er hat viel mit Erfahrung beseitigen können und die Ruhe bewahren und dann trotzdem
ihn geschockt, ne? Also dass der so einen krassen UFC-Veteran von damals so schlagen konnte, ne? Also Ja. deswegen. Ich sehe euch als ein Top-Team, ne? Ich sehe Ja. das nur so von außerhalb, aber ich kann mich erinnern an den Kampf in Moskau, als der Martin am Käfig steht und schreit Armbar Genau. Triangel, Armbar Triangel. Und du setzt Ja. das um, als hätte Martin mit dir quasi PlayStation gespielt. Weißt du, so, Ja, zack, dann war der drinne. ja Und ja. weil er, guck mal, der kennt meine Skills, weißt du, der weiß, was ich machen kann. Und es reicht ja nur, weil du jemanden hast in der Ecke, der dir sagt, guck mal, mach das, das oder Hände hoch oder du bist zu nah, du bist zu weit weg, lauf da lang. Ne? Das sind so halt Sachen, die wir im Training oder auch generell, die immer schon von Anfang an immer uns gegenseitig immer reden und die Stimme, die du in dein Ohr kennst, natürlich von meinem Bruder, die ich von klein auf kenne. So, die ist halt sehr zuverlässig und dann hörst du drauf. Als wenn du so andere Leute, jetzt random irgendwelche Leute zu dir mitnehmen musst, weil das sehr weit ist in Amerika, da kann jetzt nicht jeder mitkommen, da musst du dir einen anderen Typ von der Ecke holen, der mich auch kennt, aber der nicht mit mir kein Training Anderes gemacht hat Verhältnis, und ne? ich kenne diese Stimme nicht, weißt du, der ruft was, ich weiß, ich denke, das ist vielleicht ein Fan, der ruft, da schreien ja sehr viele, ne? Und diese Richtig. Stimme zu filtern ist halt sehr einfach, ne? Wenn mein Bruder was ruft, dann weiß ich, okay, das kommt von da. Und da kann man das abrufen. Das ist so geht das auch nur, weißt du, weil auf irgendeinem Niveau jeder kann boxen, jeder kann kicken, jeder kann ringen, jeder kann grappeln. Es fehlen nur noch die Details und die Details sieht man manchmal vor Auge nicht, weil man mitten im Geschehen ist. Die müssen von außen, wie du sagst, wie von so einem Videospiel, dass man sagt, ey, eigentlich zurück, aber ich will nach vorne so mittendrin. Und da muss er halt rufen, dass man gebremst wird, ne? Und ja, Ja, und ja. ich denke auch, dass wir ein Top-Team sind, ja. Hundertprozentig. Auf jeden Fall ein cooles Team seid ihr, auch sehr sympathisch und wie ihr euch präsentiert, auch diese Martin, seine letzten Wörter in Käfig waren sehr emotional. Ne? Der hat die quasi an dich gewidmet, dass du der Nächste bist, der da übernehmen sollte. Der weiß das Und schon. ja, deshalb meine abschließende, vorletzte Frage und dann machen wir langsam Schluss, dann lasse ich dich auch gehen. Okay. Wie schwer ist es, in Ecke von deinem Bruder zu stehen? Ja, ich sag mal, Ecke vom Bruder ist schon krass emotional so, ne? Ich versuche trotzdem die Emotionen immer wegzulassen, weil es geht halt um die Sache. Es geht um Kämpfen. Und um Kämpfen kann viel scheitern, ne? Man kann sich sehr schwer verletzen. Und ich versuche ihn trotzdem immer zu motivieren, immer zu sagen, hey, das ist gut, mach weiter, ne? Ich kann jetzt nicht sagen, so, du bist schlecht, du bist scheiße, so, ne? Ich sag dir immer halt, was ich weiß, was seine Stärken sind, ne? Es ist hart, ne? Es ist emotional. Ich versuche trotzdem immer diese Emotionen, ich versuche das professionell zu halten, ne? Ich versuche mich immer Sehr professionell zu stark. verhalten. Ja, aber ich will immer lieber selber. Ich würde sagen, so, geh mal kurz jetzt zu, mach du Pause jetzt die Runde, ich gehe jetzt rein für dich die Runde, weißt du? So Und dann, geil. so, weißt du, so will man es halt. So wie, so kennst du noch von damals, dieses Wrestling, es Wrestling, gibt so ne? ein Tag Ja, Team und ja. dann, wenn er So. abschlägt, dann gehst du Dann rein. gehst du. Vielleicht macht auch irgendwann mal so ein Format und dann kann Ey, mein das wäre Bruder einfach Comeback kommen, so, weißt du? Dann gehen wir als Brüder ein paar nochmal rein und dann kämpfen wir zwei andere. Ey, Was das wäre abgeht. Hammer. Das wäre Hammer auf Ja. jeden Fall. Okay, David, danke auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Trotzdem eine und letzte Frage bezüglich dem Kampf du versus Hodjat. Ich weiß Ja. nicht, ob du das gerne abgibst, aber ich frage die Frage immer am Ende. Wie ist deine Prediction, der Kampf du versus Hodjat Prognose. Kajivand? Prognose. Ja, auf jeden Fall, wie ich sage, ich habe mehrere Prognosen. Ich habe auch so, wie sagt man so, wenn du in Vorbereitung bist, du hast auch mehrere Filme im Kopf, wie der Kampf ablaufen Visualisieren. wird. Genau, wie du das visualisierst. Es kann ein sehr harter Kampf sein, was ich natürlich immer von ausgehe, weil er ist ein starker Ringer. Zu Boden ringen kann der mich immer, also kann der schaffen. Ne? Ich werde mich natürlich dagegen wehren und ihn natürlich oben so gut wie es geht bearbeiten können. Aber meine Visualisierung sagt mir, dass der Kampf in der zweiten Runde zu Ende geht mit meiner Hand oben. Ich werde den Kampf vorzeitig gewinnen. TKO, zweite Runde. Geil. Super, danke dir auf jeden Fall dafür. 10.2. Oberhausen, da sehen Ja, wir großer uns. Thema. Genau. David Zawada, Rudolf Weber Arena und versus Hodjat Kajivand. Die Daumen sind gedrückt, wir freuen uns auf den Fight. Boah, David, danke für ciao. das Interview. Danke dir, Jakob. Bis dann. See you. See Aus. you.